Ja, herzlich willkommen zum 9. Teil des Let's Plays zu Detroit Become Human. Ich muss heute zu einem kleinen Trick greifen, denn wir haben jetzt eine Sequenz vor uns, die sich bei der Aufzeichnung als ein Parcours entpuppt hat, und zwar mit Marcus. Ich lasse diese Aufzeichnung jetzt aber schneller laufen, mit schnellerer Geschwindigkeit, sodass Sie nichts verpassen von der Szene, aber ich die Zeit habe, um ein wenig über die Hintergründe noch nachzudenken, mit dem wir uns bisher konfrontiert haben. Nur ganz kurz zur Einordnung dieser Szene. Markus ist faktisch auf dem Weg nach Jericho und muss, wie man hier nochmal ganz kurz gesehen hat, und muss durch das Scannen unterschiedlicher Graffitis einen Weg nach Jericho finden, von dem wir noch nicht wissen, um was es sich dabei dreht. Hinweisen möchte ich hier nur auf einen Aspekt, nämlich auch, dass hier die Androids eine separate Laufspur haben und natürlich die einzigen sind, die Treppen benutzen müssen. Okay. Ja, was haben wir bisher gesehen? Bisher sind wir mehr oder weniger Zeuge geworden, dass drei sehr unterschiedliche Charaktere, nämlich Kara, Marcus und Connor, aufeinander bezogen werden. Kara und Connor sind sich das letzte Mal begegnet und Marcus versucht jetzt hier auf dem Weg nach Jericho den Weg in die Freiheit zu finden, auf einem recht abenteuerlichen Weg. Und ich bin sehr gespannt, was uns dort erwartet. Alles steuert in diesem Spiel im Moment darauf hin, zu, dass wir eine mehr oder weniger charismatische Figur hier vor uns sehen mit Marcus, der eine Widerstandsbewegung führen wird. Und man muss eigentlich nicht so große Fantasie haben, um zu wissen, wie das hier ausgeht, nämlich dass in Jericho schon eine Gruppe von Menschen wartet, die Markus möglicherweise in den Widerstand führen wird. Vielleicht ist tatsächlich er RA9, das hatte ich beim letzten Mal schon vermutet. Und während man darüber nachdenken kann, sehen Sie hier die Vorkonstruktion von spezifischen Szenen als ein zentrales Element, sodass man geskriptete Handlungsabläufe vorher berechnen kann. Und das ist ein neues Element, was wahrscheinlich uns im Spiel noch sehr viel häufiger begegnen wird. Und die Quicktime-Events, die immer mal wieder eine Rolle spielen, auf eine neue Stufe hebt. Hier sehen Sie Jericho, das ist dieser verrostete Tanker und Markus hat die Aufgabe, einen Zugang dazu zu finden. Das Ganze steuert mehr als deutlich erkennbar mit Marcus Jericho in einem endzeitlichen Setting auf eine sehr deutliche Matrix-Referenz hin, die hier allerdings gespiegelt ist. In Matrix ist es Neo auf Zion, der die Menschheit rettet. Hier ist es Marcus auf Jericho, der die Androiden vor den Menschen versucht, in Sicherheit zu bringen. Ganz kurz hier der Verweis nochmal auf Kara, die geflohen ist, und wir kommen gleich in die normale Spielgeschwindigkeit zurück. Was bedeuten wird, dass ab dem Zeitpunkt wieder der Originalkommentar des Let's Plays im Hintergrund läuft. Also wundern Sie sich nicht, wenn ich hier einige Informationen schon an dieser Stelle vorweggenommen habe. Also, ich sag mal, bis gleich. Oh Mann. Oh, ich hoffe, er hat sich nicht verletzt. Gut. So. Ich habe gerade die Entscheidung getroffen, dass ich diesen Teil des Willkommen, Let's Jerry. Plays dann im Zusammenschnitt zusammenfassen werde. Der Weg war doch jetzt arg lang und auch neu einsprechen werde. Ja, jetzt haben wir Jericho gefunden. Markus ist nicht nur auferstanden, hat den Willen zur Freiheit, sondern er
schließt sich jetzt faktisch dem Widerstand an. So. Ja, also das war eine etwas mühselige Episode. Und ich bin jetzt gespannt. Man muss natürlich in so einem Spiel auch enthalten sein. Das heißt, das Auffinden eines Zufluchtsortes, der tatsächlich gut versteckt sein könnte. Und wir haben die Leute von Jericho getroffen. Jetzt mal schauen, wie es weitergeht. 6. November, also die Handlung, das ist der zweite Tag, ja. Hank und Connor. Hank, wie läuft's? Wie immer. Gehört der zu dir? Nur vorüber. Hey, Hank! Wie geht's dir, Mann? Das. Hey, ich hab einen ganz heißen Tipp für dich. Nummer 5 im dritten. Der ist blitzschnell. Der Gaun kann echt richtig rennen. Willst du was setzen? Dein letzter heißer Tipp ist ganz schön teuer für mich geworden, Pietro. Komm schon, das hier ist anders. 100% Garantie. 100. Okay, Hank hat eine Vorliebe für Sportwetten. Scheint auch illegal zu sein. Verdammt gut. Super. Okay, ja, sei es drum. Ja, werden wir sehen. Mal sehen, ob das Spiel überhaupt noch die Möglichkeit lässt, darauf zu kommen. Kannst du nicht tun, was man dir sagt? Du kannst mir nicht hinterherrennen wie ein Hund. Ich bin zu kollegial, zu harmonisch eingestellt. Wir sollten das alles vergessen. Ich hoffe, das läuft mir nicht noch gegen das Bein. Was sagen Sie? Hey. Lass mich in Ruhe, Tim. Ich habe ein Stück Plastik als Partner und ich komme damit klar. Aber was soll er so schön sagen? Bist du so blöd, wie du aussiehst? Also ich habe für mich mittlerweile die Entscheidung getroffen, dass ich wohl noch einen weiteren Durchlauf spielen werde. Indem ich der kalten Maschine gerecht werden werde. Okay, er mag Limonade und Burger. Okay, ihn kann ich offensichtlich auskennen. Na, was ein Wunder. Und er, was macht er? Naja, sind alles nicht die mustergültigen und nach oben strebenden Karrieren, die sich hier an diesem Chicken-Burger-Wagen treffen. Unter der Treppe. Aber es scheint ein Zufluchtsort zu sein, an dem keine Androiden sind. Danke, gern. Ich verhungere. Vergiss das Ding nicht. Keine Chance. Der folgt mir überall hin. Ja, in der Tat. In der Tat. Siehst du? So, mal sehen, ob die Antwortoptionen diesmal ein bisschen besser sind. Essen Sie häufig hier? Sprich ihn auf das Cholesterin an. Das ist echt eine gute Idee. Gary macht die besten Burger in Detroit. Sie haben gar nichts bezahlt. Gary ist ein Freund. Eine Hand wäscht die andere, so ist das eben. Okay. Okay. Dann. Heute Morgen, als wir die Abweichler verfolgten, warum sollte ich nicht über den Highway? Das war viel zu gefährlich. Und ich hasse den Papierkram, wenn Ausrüstung beschädigt wird. Ja? Ich habe eine persönliche Frage, Lieutenant. Warum hassen Sie Androiden so sehr? Jetzt bin ich gespannt. Jetzt kommt das zweite Mal, dass ich ihn darauf anspreche. Aber wir kommen nicht ran. Er sagt es nicht. Sie irgendetwas über mich wissen? Scheiße. Nein. Tja doch. Warum siehst du so dämlich aus und klingst wie der letzte Arsch? Cyberlife-Androiden sollen harmonische Beziehungen herstellen. Mein jetzt kommen wir und meine Stimme sind darauf ausgerichtet, meine an den Punkt, an dem wir beobachten können, ja, war wohl nichts, wie die Entwickler
glauben, möchten Sie erfahren, was wir über Abweichler harmonische wissen? Gesprächspartner zu konstruieren. Weiter. Wir vermuten eine Art Mutation in der Software einiger Androiden, die zur Nachahmung menschlicher Emotionen führt. Klartext, bitte. Sie können nicht wirklich fühlen, sondern erhalten irrationale Anweisungen, die unberechenbares Verhalten auslösen. Emotionen machen nichts als Ärger. Die Androiden ähneln uns doch mehr als gedacht. Schon mal mit Abweichlern zu tun gehabt? Vor ein paar Monaten. Ein Abweichler wollte mit einem kleinen Mädchen vom Dach springen. Aber ich konnte sie retten. So, du hast bestimmt deine Hausaufgaben gemacht. Und du hast jetzt alles über mich rausgefunden. Lüge. Ich konzentriere mich auf den Fall, Lieutenant. Der Rest geht mich nichts an. Oh, das kommt nicht gut. Mir wurde ein mutmaßlicher Abweichler gemeldet. Nur ein paar Blocks entfernt. Also, das, was wir hier gerade in dem Gespräch erlebt haben, ist tatsächlich eine Situation, dass wir mehr oder weniger versucht haben, einen zentralen Knotenpunkt zu lösen, nämlich, was sind Emotionen und warum reagieren die Androiden in der Art, wie sie agieren. Der Begriff, der hier von Connor verwendet wird, ist der der Mutation. Das heißt, der der Mutation der Software. Das heißt, eine Veränderung, die sich in der Software vollzieht und dazu führt, dass man irrationale Anweisungen erhält, also die sich rational nicht erklären lassen, sprich Emotionen. Ein Nachbar hat was jetzt hier im Fahrstuhl gerade noch von Relevanz war, ist, dass der Nachbar sagte, er habe hier einen Mann gesehen, der eine LED verbarg. Connor Bericht erstattet hat, während er im Fahrstuhl steht. Das heißt, CyberLife weiß auch von den laufenden Ermittlungen immer direkt vor Ort von Connor. Und es ist nicht davon auszugehen, dass das bei anderen Androiden anders ist. Jemand zu Hause? Aufmachen, Detroit Police! Bleib hinter mir. Verstanden. Okay, neuer Abweichler. Gut, hier scheint so eine Art Checkpoint zu sein. Was zur Hölle ist das denn? Scheiße, wie das hier stinkt. So, das Apartment. Okay. Als allererstes eine Menge Labyrinthe hier an die Wand gezeichnet. Unser Mann ist weg. Leere Schränke. Gott, das ist was für eine Bude. Okay, aber die Labyrinthe sind interessant. Okay, ein Plakat. Urban Farm. Da wurde aber viel Aufwand betrieben um das Poster. Da wird was in der Lücke dahinter sein. Schauen wir mal. Ein Tagebuch. Mit kryptischen Formulierungen und ähnlichen Labyrinthen. Was gefunden? Was ist das? Ich weiß nicht. Was ist das? Wohl eine Art Notizbuch, aber es ist nicht entzifferbar. Ah. Wohin führen diese Irrgärten? Warum diese Irrgärten? Kühlschrank. Ja, natürlich leer. Schon absurd. Das ist ein neues Muster.
RT. Vermutlich Initial. Ja, aber vermutlich hat er sich die Jacke woanders besorgt, denn die Androidenuniform sieht ja anders aus. Auch hier RA9. RA9, RA9. Selbes Muster, erst in der Cyberlife-Serife und dann etwas wild geschrieben, aber die Labyrinthe sind neu. Irgendeine Idee dazu? RA9. Und zwar 2471 Mal. Das ist das gleiche Symbol hat Ortiz Android an die Duschwand geschrieben. Ja. Und Ralph? Warum sind sie so besessen davon? Sieht aus wie Labyrinthe oder sowas. Ja, das führt uns nicht weiter. Das Labyrinth wäre jetzt das Interessantere. Hier können wir was analysieren. Oh, Scheiße. Ja. Wo ist der Rest? Ich kann es nicht finden. Hier. Ah, Textmarker. Na denn. Spulen. Okay. Ist ins Wohnzimmer gerannt. Gut, was war hier noch? Ach, die LED, da liegt sie. So. Jetzt müsste er eigentlich die Kennung lesen. Modell. Das war ein recht kryptisches. Das ist die LED dazu. Seine LED ist im Waschbecken. Natürlich war es ein Android. Ein Mensch hätte diese Scheißtauben nicht ertragen. Aber mutmaßlich. Okay, hier ist nichts weiter. Na, schauen wir mal weiter, was noch in der Wohnung zu sehen ist. Okay, was ist da? Der Führerschein ist gefälscht. Okay. Cool, da hat sich der Besuch RT. Gelohnt. Es steht also für diesen falschen Namen. Er hat sich also einen falschen Pass besorgt. Was haben wir hier? Vogelkäfig. So, da hat jemand drauf gefasst. Das sieht zumindest wie eine Hand aus. Handabdruck frisch. So, fehlt noch ein drittes Indiz. Wo ist es wohl? Das Kabel? Da ist es. Okay. Okay, das war Metallhaken. Und jetzt versucht er sich zu verstecken. Und zwar indem er da hochläuft. Okay. Ja, ich bin gespannt. Ich weiß es nicht. Wir wissen, dass er da ist. Hank ist immer noch mit den Tauben beschäftigt. Auch nicht. Okay. Genau, jetzt steige ich da hoch. Diese gottverdammten Dreckstauben! Worauf wartest du noch? Hinterher! Komm, das Quicktime-Event wird jetzt kommen. Ich hoffe mal, dass ich das schaffe. Gut, okay. Okay.
genug. Ach, verdammt, das Spiel erwartet von mir, dass ich weiterrenne. Ich hab's nicht gemacht. Ich hätte persönlich mich jetzt entscheiden müssen, weiterzurennen. Das habe ich nicht gemacht, weil ich auf das Spiel gewartet habe. Ah, das ist eine raffinierte. Raffinierte. Schon okay, ist egal. Wir wissen, wie Möglichkeit, um faktisch zu zeigen, dass ich als Spieler hier hätte aktiv werden müssen. Und ich habe nicht damit gerechnet, weil ich auf den Quicktime-Event gewartet habe. Das heißt, auch schon so entsprechend konditioniert bin. Und dadurch habe ich an der Stelle versagt, wenn man das als Maschine überhaupt kann. Okay. Das Nest, aber im wahrsten Sinne. Und es hätte noch eine andere Möglichkeit gegeben. Offenbar. Obwohl, da hätte ich schon an der Stelle etwas anders machen müssen. Rupert aus den Augen verloren. Ja, ich habe ihn aus den Augen verloren. Ich bin nicht gerannt. Ich habe auf das Quicktime-Event gewartet, wie eine Maschine auf den nächsten Befehl. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Wir sind nicht so viel weiter gekommen gefühlt wie in den letzten Folgen. Also das Spiel hat das Tempo etwas zurückgenommen. Stattdessen haben wir Markus verfolgt auf dem Weg nach Jericho, wo er seinen neuen Platz findet. Und konnten Hank und Connor bei der Lösung eines weiteren Falls, will ich jetzt nicht sagen, unterstützen. Obwohl Connor hier als Maschine versagte, woran ich als Spieler nicht ganz unschuldig bin, denn ich habe in einer bestimmten Situation auf ein Signal gewartet des Spiels, das nicht kam und wo es mich hier als Spieler ins Leere laufen lässt. Eine sehr interessante Möglichkeit, um diese Wechselwirkungen anzuzeigen zwischen Mensch-Maschine-Interaktion, die mehr oder weniger mich als Mensch, als Spieler eines Androiden darauf hat vertrauen lassen, dass die Software mir ein entsprechendes Signal gibt, damit ich eine bestimmte Eingabe tätige. Sehr raffiniert kam mir in dieser Art und Weise und in dieser Dichte in einem Spiel dieser Art so auch noch nicht vor. Gut, ich bin gespannt, wie es weitergeht und ob Connor seinen Weg konsequent in Richtung Abweichler fortsetzt, also es deutet sehr vieles darauf hin. Neu als Element zu RA9 ist aufgenommen das Labyrinth mit einem kryptischen Tagebuch. Rupert Travis, wie er hieß, mit gefälschten Dokumenten, scheint schon sehr viel weiter gewesen zu sein als der Android bei Ortiz und auch Ralph. Und möglicherweise kommen wir dem Kaninchenbau immer näher. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder zuschauen.